Herr Grönefeld, die Apotheken in Niedersachsen beklagen einen massiven Personalmangel. Wie wirkt sich das bei der täglichen Arbeit aus, beziehungsweise was davon bekommen die vielen Kundinnen und Kunden mit? In erster Linie sehe ich drei Punkte. Das erste ist verlängerte Wartezeiten bei der Versorgung oder bei der Beschaffung des Medikamentes. Das zweite sind verkürzte Öffnungszeiten, um personell noch die Öffnungszeiten abdecken zu können. Und das dritte ist dann tatsächlich, was damit einhergeht, eventuell vor verschlossener Tür stehen, wo man gewohnt ist, die Apotheke hat auf, aber sie dann nicht da ist und man muss am nächsten Tag nochmal wiederkommen. So wie heute zum Beispiel am Protesttag. Auch mit Lieferengpässen haben die Apotheken zu kämpfen. Muss man sich künftig auf längere Wartezeiten einstellen? Es ist ja jetzt auch teilweise schon so, dass man vormittags bestellt und dann erst am Nachmittag abholen kann, ne? Ja und nein. Wenn wir versorgen können, versuchen wir gleich zu versorgen. Dafür brauchen wir natürlich eine hohe Ellenbogenfreiheit, die wir auch bei der Politik eingefordert haben. Wenn ein Medikament gar nicht lieferbar ist, dann können wir es auch nicht bestellen. Bei der normalen Belieferung können wir tatsächlich auf wirkstoffgleiche Präparate ausweichen, um sofort zu versorgen, oder wirkstoffgleiche ähnliche Präparate bestellen, die dann am selben Tag oder am darauffolgenden Tag versorgt werden. Wenn Wirkstoffe gar nicht verfügbar sind, können wir nicht versorgen. Der Patient muss durch den Arzt umgestellt werden. Das fordert sowohl für den Arzt als auch für den Apotheker einen hohen Zeitaufwand und für den Patienten auch eine erhöhte Wartezeit. Die Bundesregierung hat das sogenannte Finanzstabilisierungsgesetz für Krankenkassen, für gesetzliche Krankenkassen verabschiedet. Für jedes Medikament, das ausgegeben wird, müssen Apotheken zusätzlich Geld an die Krankenkassen abführen. Fühlen Sie sich da, oder sagen wir mal so, inwiefern fühlen Sie sich da von der Politik eventuell auch ein Stück weit im Stich gelassen? Wir fühlen uns deutlich im Stich gelassen. Wir haben unsere letzte Honoraranpassung im Jahr 2013 bekommen. Das waren 25 Cent. Mittlerweile 10 Jahre her. Jetzt werden uns 23 Cent wieder genommen. Das heißt, de facto sind wir tatsächlich auf dem Honorierungsstand von 2004. Und ich muss Ihnen nicht sagen, 20 Jahre ohne Anpassung ist in diesem System nicht durchstehbar bei gestiegenen Kosten in allen Bereichen. Das merken Sie ja selber auch. Und natürlich fühlen wir uns da von der Politik massiv unterbewertet und auch nicht gesehen. Und deswegen unsere Forderungen einmal nach Anpassung unserer Honorierung, nach erhöhter Ellbogenfreiheit, um den Patienten weiterhin komfortabel versorgen zu können, auch zu Zeiten der Lieferengpässe. Denn eins sage ich Ihnen, die Lieferengpässe werden zunehmen, die Versorgung wird schwieriger werden. Berend Grönefeld vom Landesapothekerverband in Niedersachsen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.